So, das heißt, wir springen dann mal am besten. Genau, Kriegsbeier. 69 Tage noch, Iron Fist nur noch 33 Tage. Das sollten wir ganz kurz mal neu setzen. Du nicht zurückrufen, du setzen. Da. Hält jetzt hoffentlich ein paar Tage länger. Dann kannst du schon mal das da machen. Du schon mal das da machen. Genau, 105 Tage, viel besser. Und zurückspringen nach Kriegsbeier. So, hier musst du dann gleich nochmal Fliegen anwerfen. Und dann suchen wir jetzt hier irgendwo diesen Statuenhalter. So. Aber wenn das so ist wie in den anderen Gebieten bisher, dann ist es genau da, wo es am schwierigsten ist hinzukommen. Also in Schmugglerbucht zum Beispiel war es ja auf einer Insel ganz entfernt im Norden. Im Sumpf der Verdammten war es ganz unten, wo man durch mehrere Skelettgebiete laufen musste und Geister und Harpien und über Brücken und was weiß ich. Hätte man nicht fliegen können, so wie wir gerade. Also ja, ich habe den Verdacht, dass es da im Vulkan. Waren wir da nicht sogar schon mal? Ich guck mal. Kletter, 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 kletter. Hast du ein Haus? Au. Ja, ja, ja. Ich sehe ganz viele Gegner. Aber ich sehe kein Podest. Ich sehe einen Brunnen. Warte mal. Räumen wir hier mal ganz kurz auf. Du. Entfernung. Hälfte ins Wasser, das ist nicht gut. Du, Sternfeuer. Ah, ein paar erwischt. Sollten wir eigentlich eher zusammenziehen erstmal. Hm? Obwohl, da geht, da sind ein paar. Nicht dahin, verdammt, da sind ganz viele. Sternfeuer. Warum willst du mal da angreifen? Ich gucke jetzt mal dahin. So, Solana. Genau. Fliegen auf die andere Seite. So. Oh, was war das denn gerade? Ich hätte schwören können, du wärst gerade da hinten hingesprungen. Na gut. Meteorregen. Minotaurenkönig hat noch ganz schön viele Lebenspunkte. So, du. 142, du. Machen wir das da. Bye, bye, Gerogon. Komm schon. Du. Toter wecken, Gerogon. Du hast keine Zauberpunkte mehr. Die. Nein, okay. So, du da hinten. Weg mit dir. Oh, jetzt sieht doch mal was aus. Dachte ich mir, könnten wir ganz kurz im Nahkampf weghauen, aber zieht sich. Gerogon ist ganz kurz aufgestanden. Er hat ein Auge aufgemacht und wurde gleich wieder K.O. geschlagen. So. Keine Gefahr mehr. Heißt, du kannst wieder aufstehen, Gerogon. Aber auch kein Podest hier. Hm, was haben wir hier? Feuerschrein. Du betest den Feuerschrein ein, was nichts bringt. Okay, also wir haben jetzt Kriegsbeier. Krieg. Feuer. Wir wissen nämlich, wann Feuer ist. Oh. Guck mal, hier hätte er doch eine grüne Anzeige. Ja, lauf. Weg mit euch. Weg, weg, weg. So, du. Heil Gerogon. Wir brauchen einen Testtrinker. Vorübergehend 40 Rüstungsklasse. Oh, ist okay, ist okay. Trotzdem halt, ne? Wir hätten lieber das Podest gehabt.
Oder irgendwas Permanentes. Aber der Schrein ist schon mal ganz gut, dass wir wissen, dass er da ist. So, also hier sind wir gerade eben schon mal umgeflogen, glaube ich. Sagt die Karte. Karte sagt, ja, hier waren wir noch nicht in dem Gebiet. Also einfach östlich halten. Und du kannst ruhig zwischendurch ein bisschen heilen, auch wenn das bei Gerogon fast gar nichts bringt. Ja, das ist natürlich echt übel. Wenn derjenige mit den meisten Lebenspunkten instant stirbt durch irgendeinen Zauber und man dann seine ganzen Lebenspunkte wieder hochheilen müsste. Die er normalerweise gar nicht erst verloren hätte, weil es viel zu lange dauert, Gerogon runter zu prügeln. Haben wir den Brunnen da schon getrunken? Probieren wir aus, Gero. Permanent 10 Magieresistenz und er ist ausgelöscht. Das kann Lay nicht heilen. Wie machen wir das? Ist hier eine Kirche? Stimmt nicht, ja. Keine Hufeisen. Keine Kirche. Irgendwo anders hier in der Nähe? Nö. So. Du. Spring mal. Du kannst nicht springen. Aber du kannst dich langsam regenerieren. Obwohl, warte mal. Geschafft! So. Dann springst du jetzt bitte nach Sorpegal. Das war gerade ein komischer Sound. Sorpegal. So. Und gehst dann in den Tempel. Und dann müssten wir das Ganze nochmal für dich machen, aber ich weiß nicht wie. Oh. Das ist jetzt nicht gut. Das können die hier gar nicht. Okay. Kann wohl nicht jeder Tempel. Wo war hier der Tempel? Ah, da. Okay, ne, Sorpegal ist die Anfängerstadt, ne? Also, können wir behilflich sein? 2000 Gold. Möge das Glück mit dir sein. So, und jetzt müsste die gute Nicht-Elfe. Das kannst du auch noch machen. Dann müssten wir von da aus einfach wieder nach Darkshire. Und das da bei dem Tempel probieren. Ja, machen wir mal. Du zurückrufen, Kriegsbeier. Fliegen. Wenn der in Darkshire das denn überhaupt kann. Vielleicht ist der Tempel, wo wir eben gerade waren, noch was Besonderes, weil wir ihn ja quasi aufgebaut haben in unseren zwei Questen. Aber das gucken wir dann. 10% meiner Resistenz will ich mir nicht entgehen lassen. Gibt doch schon ganz schön mächtige Brunnen. Also nicht du, dich müssen wir auch noch testen. Du. Schluck. So, und die müde Truppe darf jetzt den Stall suchen. Da. Hoffentlich haben wir auch gleich ein Pferd. Das könnte nämlich teurer werden, wenn es länger dauert. Einmal ordentlich schlafen, einmal bis Sonnenaufgang schlafen. Brauchst du ein Pferd? Freehaven, ach, das passt doch. Hier war das, glaube ich. Genau. So. Können wir behilflich sein? Sehr schön. Und es müssten alle. Oh. Repariert. Alle ordentlich mehr Resistenz haben. Gudi, gudi, gudi. Wir wollten aber eigentlich was anderes da machen. Zurückrufen, Kriegsbeier. Wir wollten ja eigentlich so ein Podest suchen, ne? Aber was? Du. Flieg. Du machst schon mal Schutz, falls wir wieder auf irgendwelche komischen Minotauren stoßen. Oder Erdwesen oder was auch immer. Da unten lebt noch was, aber das ist egal. Ne. Es wird über den Hügel rüber und noch ein Brunnen. Oh, und ein Dungeon. Ja, erstmal Brunnen. Permanent plus 5 Elementarresistenz. Aber das können wir wenigstens schnell beheben. So.
Weg, weg. Jetzt müssen wir eigentlich nur... Oh oh. Oh, 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 oh. Ja, eigentlich nur ganz kurz und so, ne? Du, tut auf Erwecken da. Enter. Das da. Husch. Sternfeuer. Müdigkeit aufheben. Zauber machen sonst viel zu wenig Schaden. Meteorregen. Also jedenfalls bilde ich mir das ein mit dem Schaden. Ich denke mal, eigentlich ist es nur körperlicher Schaden, der weniger ist, aber sicher, sicher. So. Weg mit euch. Weg, weg, weg mit euch. Husch. Husch. Jetzt fehlt eigentlich noch Labor dem Boden, wenn ich mich nicht verguckt habe. So, dürfte ich jetzt bitte von dem Boden trinken? So, komm her. Steinmonster. Nahkampfschaden ist eine super Idee gegen Steinmonster. So, du. Trink davon. Stirb. Du. Bring uns zurück nach Neusorpigal, weil Tod müsste der Tempel auf jeden Fall hinbekommen. Auslöschen kann ich ja schon nachvollziehen, weil das ist wirklich gar nichts mehr von über. So. Leuchtfeuer zurück nach Kriegsbeier. Wir kommen nicht so wirklich gut voran, fällt mir gerade auf. Also wir wollen ja eigentlich nur Kriegsbeier erforschen und dieses doofe Podest-Dingens da finden. Aber es gibt hier ja doch ziemlich viel Interessantes. Und wir sind noch nicht mal hier über den Berg rüber und haben da geguckt. Oh ja, den Brunnen haben wir jetzt auch abgehakt. Noch mehr Resistenzen für uns. Ne? Schöne permanente Resistenzen. Achso, was sind die da hinten? Und wir hatten hier noch was gesehen in der Entfernung, dank unseres magischen Auges. Genau hier. Enter. Das da. Nicht genug Zauberpunkte. Tu, mit Ohrringen. Minotaur-Magier. Stirb. Achso, bist du tot. Nee, bist du nicht. Hast dich garstig getarnt. Du kannst keinen Instant-Tot, oder? Nee, ich glaube nicht. Aber mach du mal das da. Du müsstest gleich viel einfacher gehen. Deiner trifft. Verbrennt, so. Also was haben wir hier? Essen, billiger Ring. Jo. Und den obersten Tempel von Bar. Ja, nee. Da müssen wir zwar eigentlich hin, um eine Heilung zu finden für Slick Silvertang, oder wie er heißt. Der mit dem doch recht verdächtigen Namen. Aber das machen wir später. Jetzt, wie gesagt, erstmal die ganzen Podeste finden. So, hier ist nichts. Also gucken wir uns da mal um. Nördlich. Über den Bergrücken hier rüber. So. Wir suchen ein kleines silbriges Portal. Podest. Mit so einem komischen Goldstreifen drin, wenn ich mich recht erinnere. Das im Schnee. Ja. Sehr gut. Da sind wieder Minotauren und Dingens. Das ist nur eine Beere. Ich denke mal, es wird auch in irgendeinem markanten Ort sein. Wie inmitten eines Minotaurenlagers zum Beispiel. Oh, Willis. Haben wir ihn schon? Nö. Sehr gut. Obelisk. Ja, sowas hier zum Beispiel.
Ein Podest auf dem Podest, das hätte was, aber... Oh, Drachen. Und ein Dungeon, den wollen wir uns aber nicht angucken. Und damit werden wir auch gleich rum. Das ist nicht gut. Das war auch sicher Kriegsbeier und nicht Darkshire oder sonst irgendwas. Ich werde es bestimmt einfach nur übersehen haben, das ist ärgerlich.